Berlin verändert sich jeden Tag. Vieles wird besser, aber es gibt auch eine Menge zu tun. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Viele Menschen haben Angst, sich keine Wohnung mehr leisten zu können. Immer mehr Arbeit ist nicht innovativ, sondern prekär. Viele Jobs könnten wirklich besser bezahlt sein und mehr Sicherheit bieten. Die Ungleichheit wächst, auch in Berlin. Die Startbedingungen sind weiterhin sehr unterschiedlich. Manchmal sogar nur, weil man kein Mann ist. Die Corona-Pandemie hinterlässt auch gesellschaftlich deutliche Spuren. So habe sie Menschen mit geringem Einkommen besonders hart getroffen und drohe, die soziale Ungleichheit zu verschärfen. All diese Punkte haben eines gemeinsam. Sie sind nicht neu. Sie sind Teil eines jahrzehntelangen Kampfes für mehr Gerechtigkeit. Was wäre, wenn das nicht für immer so sein muss? Wenn alle eine bezahlbare Wohnung haben könnten? In einer Welt, in der jede Arbeit gut bezahlt wird. Wenn wir in einer Gesellschaft leben könnten, in der alle die gleichen Chancen haben. Das wäre eine faire Welt. Und es ist eine mögliche Welt. Es geht um grundsätzliche Probleme, die strukturelle Lösungen brauchen. Das sind Lösungen, für die ich mich einsetze. Wie mehr Mietrechte und mehr bezahlbare Wohnungen, Tarifbindung und mehr Mitbestimmung in allen Betrieben. Wir brauchen auch eine Vermögenssteuer für Investitionen in unsere Bildung, in die ökologische Transformation der Wirtschaft und in unsere Infrastruktur. Als geborene Kreuzbergerin und Abgeordnete für Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg-Ost kämpfe ich bereits seit 2013 dafür. Damit ich das weitermachen kann, brauche ich eure Unterstützung. Deswegen bitte ich um eure Stimme.